So, jetzt sind wir wieder da. Kleine Pause. Sag mal, was ihr jetzt gemacht habt. Also die Wir haben einen Graben gebaut und und haben rundherum Kaktusse Kakteen hingelegt. gebaut. Ja, Kakteen. Kaktusse. das sieht ja jetzt gut aus. Und dann haben wir hier TNT-Ausschubschächte. Ich mach mal, warte, ich mach mal. Warte, 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 Husky, geh weg. Ich mach's mal als Beispiel mit hier. Sand oder Mit Gravel. Dings. Genau. So, und dann gibt's hier BOOM! Was ein bisschen sinnlos wäre, aber erstmal, wenn Monster hier drin wären, dann wäre es sinnvoll mit Spinnen wahrscheinlich. Genau, aber ich würde trotzdem noch sagen, dass wir das Loch eins weiter nach links machen. Willst du runter? Also, weiter weg von der Brücke. Nein, näher! Ach, weiter nach rechts, Entschuldigung. Ah, Hier ich hin. dachte jetzt weiter weg. Und ja, wir brauchen, glaube ich, gar keine Stickies. Stickies bräuchten wir, warte mal. Wir könnten nämlich einfach, Ja, wir könnten hier einfach die Piste genau, einpacken. ja. Habe ich auch schon so. Ja. Und dann da. Ja. Schau, mach mal, ich fungiere mal als Mob. Warte. Also so wäre das. Und jetzt müssen wir noch hier unten das machen. Ja, man kommt da nicht durch. Genau. Lass mich mal rein. Der hätte es mit drei Schaltern gemacht. Warte, ich verbinde das mal mit. Machst du so viel? Lass es uns mal so machen, dass wir hinkommen. Im Notfall. Hier habe ich mir so gedacht, zum Schalter. Was denn? Ich habe mich gerade gewundert, wieso das Redstone-Mann nicht auf die Wand tun kann. Okay. Okay, so kann man jetzt hier fighten. Mach mal zu. Dann machen wir den Schalter einfach hier hin. Ja, das wollte ich ja. Test. Funktioniert. Creeper-Abwehr ist auf jeden Fall gut. Die Creeper-Abwehr ist super. So, jetzt mache ich hier noch die Dings. So, ja. Nein, Dann eins machen weiter wir nach hier. links. Ja, stimmt. Mein Gott, bist du Mann, das geht doch dämlich. immer. Ja, wenn. Egal. So, die Burg sieht richtig gut aus. Wir brauchen hier vorne noch Beleuchtung, um mit unseren, Den Schalter damit die kann ich auch Zielsuchgeräte, also in dem Fall unsere. hinten ran platzieren. Wollt ihr hier nicht noch überall Ja. Kakteen aufbauen? Wir wissen ja nicht, wo sie spawnen. Ja, Es stimmt. schneit hier. Lol. Dann Es lass einer regnet, schlafen schneit. gehen und der andere geht. Wir haben anderen zwei gehen raus. Nein, 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 Haha. nein, 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 nein. Wartet's. Alle mal ins Bett legen. Ja, ich war ja schon mal drin und Husky auch schon. Ich ja. Ah, dann muss jetzt nur noch ich Und schlafen. nur du. Okay, gehen wir schlafen. Geht ihr raus? Jupp. Husky! Okay, Okay, cool. ja. Fertig. Ihr könnt wieder kommen. Wollen wir das Ganze noch hier in die Fenster machen? Aber ich glaube nicht, dass die Skelette, die schießen ja nicht so heftig. Jetzt. Husky, jetzt lass das doch mal. Ups, Entschuldigung, Entschuldigung. Wie schaut's denn hinter Nein, der Burg aus? nein, ich bin eigentlich noch tot. Warte, warte. Chill mal, chill mal. Wieso ist hier ein Loch? Eine Fallgrube oder wie? Aua, aua. Hör auf. Noch drei Schläge und ich bin tot. Ja. Die könnten sich halt hier so Türme bauen und dann rüber, ne? Das müssen wir halt irgendwie verhindern. Boah, ich hab voll die krasse Idee. Nein, nein, ich sag, ich bin tot. Leute, 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 Leute. Lass mich. Brennende Pfeile, gehen die auf Holz Ja. über? Nein. Nein. Das ist natürlich scheiße. Das So, wäre ich es jetzt wollte eigentlich gewesen, wenn Lava wir machen. hier oben so Lavasäulen machen würden, wo wir dann durchschießen und damit dann die Holzbrücken Aber von warte, denen in es gibt Brand so einen setzen. Pfeil. Es gibt einen Pfeil, da können wir Feuerpfeile normal schießen, ohne Lava. Setzt der Holzblöcke in Brand. Weiß es nicht, das habe ich noch nicht probiert. Soll ich It's mal im Singleplayer probieren? time for testing.
Teste es. Weil dann könnten wir die Brücken von denen, die die bauen, in Brand setzen mit Pfeilen. Stimmt, gute Idee. Und dann wären wir ja hier. Können die Kakteen nicht zerstören? Nee, glaub nicht. Nee, nee, nee. Diese Nur Blöcke. Zombies können die doch Nur abbauen, Blöcke. oder? Nur Blöcke. Nur Blöcke. Keine Kakteen. Kannst du mal aufhören mit den Pistons? Das macht mega Lärm. Danke. Bei mir nicht. Hä? Bei mir nicht. Oh. Das war natürlich doof. Wo sind denn die Böse? Wir müssen uns hier noch ein paar fiese Sachen einfallen lassen. Wenn wir hier außerhalb noch ein bisschen Lava spreaden. Lol. Du hast diesen Block, diesen Backblock da, diese Schaufel, die eiserne Schaufel. Ja. Das haben eigentlich die Dings in der Hand, diese Typen, die Bauarbeiter da. Ja. Und da hat er jetzt so ein, hier, so ein Block da halt in der Hand. Okay, die brennen nicht. Das Holz brennt Scheiße. nicht von denen. Hast du auch ein bisschen länger gewartet? Yep. Das ist so, Okay. als wenn es durch Lava schießt. Dann brauchen wir ein bisschen Flint and Steel, dass falls sie bei uns sind, also falls sie hier oben angekommen sind bei uns, ja, dass wir dann die Dinger anzünden können. Dass sie zurückbrennen. Verstehst du? Jo. Aber die Pigments brennen sowieso nicht, weißt du, ne? Die sind feuerimmun. Ja, es geht darum, dass wir deren Brücken zerstören können, ohne unser Lager verlassen zu müssen. Stimmt. Super Husky, wieso hast du da Glas hingepackt? Wieso ist hier überall Gravel und alles? Leute, haltet das Ja, halt mal sauber hier. der Husky wollte mich killen. Irgendwie hätte ich nicht Ja, mehr. super, wir tun hier ernsthaft spielen, ja? Ja, Husky killt mich ja hier. Husky? Kickbahn. Ja. Was? Kickbahn. Wo ist jetzt hier die Leiter nach unten? Hier war doch mal eine Leiter. Hier, naja, die habe ich abgebaut, weil die hier geht nach unten. Und hier am besten noch eine Tür rein, oder? Falls mal irgendwie ein Zombie oder so hochkommt, aus Versehen. Trapdoor meinst du? Nein, eine normale Tür. Damit wir wissen, dass. Weil die klopfen ja an meiner Tür. Ja, aber ich glaube nicht, dass das solche Zombies sind, oder? Doch, die Zombies klopfen auch an die Türen. Die klopfen dann und machen die dann kaputt. Hier links haben wir gar keine Ausgucklöcher. Brauchen wir auch eigentlich nicht wirklich, weil Wir hier haben auch gar nicht unten. so viele Pfeile. Wie schaut's denn aus mit, dass wir die Hühnerfarm mal in den Keller bringen? Zwei Stacks ungefähr habe ich, glaube ich. Pfeile. Also ein Stack habe ich bei gerade. Also wir müssen die Hühnerfarm jetzt hier reinbekommen. Das ist nämlich wichtig, dass wir Hühnchen haben. Da, guck, ein Stack und Moment halben ungefähr haben wir jetzt. Ich baue mal die Hühnerfarm. Ich hole gerade die Eier, warte. Dann kannst du schon mal da unten bauen und ich kann schon mal die Eier holen. Das ist natürlich scheiße. Sind wir hier? Was? Ja, es ist nicht so viel Platz da, wo ich jetzt gebaut habe. Ich muss noch tiefer. Soll ich noch ein paar Leiter craften? Wofür? Na, zum Runterklettern. Ach Am so. besten, dass wir dann nicht Ja, immer ich. so. Ja. Weil das verbraucht ja auch schon ein bisschen Platz, ne? Ja. Wie viele Leitern soll ich machen? So viele brauche ich nicht. Also reichen 6. Ja, locker. Ich muss jetzt hier einen 5x5 Ding ausbuddeln. Ich wette, uns fliegt irgendwas um die Ohren und wir haben da überhaupt nicht dran gedacht. Ah, ich komme nicht mehr hoch. Wie es fliegt irgendwas um die Ohren. Komm mal hier runter. Gib mal die Leitern. Danke. Ja, irgendwas haben wir bestimmt vergessen und keine Ahnung. Ich habe schon sowas im Gefühl. Also hier ist vorhin ein Creeper auf der Brücke explodiert, der hat nur einen Block mitgenommen. Auf der Brücke? Glaub, auf der Ja. Brücke. Ja, sowas kann man ja schnell fixen. Ich meine ja nur, Können wir die also. Sachen auch mal rein? Und eine Mini-Wheat-Farm brauchen wir drin auch noch.
Ja, wir können ja hier gerade, ich baue gerade aus. Wo ist das ganze Eisen hin? Da. Gut. Gut. Ja, die Burg sieht ja schon gar nicht schlecht aus. Ich würde hier auch noch Netherrack verteilen und den anzünden. Das mache ich dann gleich noch. Außenrum, dass die da schon mal ins Feuer laufen, ja? Ja. Kümmerst du dich dann Ich mach gerade schon die Kisten dann. um die Kisten und die Ja. Hühnchen hier unten rein? Jupp. Also drei Eier hätte ich schon mal da. Ja, ich habe zwei da. Haha, flach. Kannst du mir noch mal einen Wassereimer runterbringen oder zwei? Jo. Hier ist der erste und da ist der zweite. Gut, danke. So, die Kakteen um unsere Burg rum sind auch schon auf drei hochgewachsen. Okay. Ich brauche noch eine. Ist nicht so eng. So, wieder fünf, vier Eier. 5, 4 Eier. Vier. Oh yeah, hier ist schon Wasser Wasser. drüber. Am besten noch ein bisschen weiter runter, oder? Ja, keine Ahnung. Die Hühnchen sind ja nicht auf der Ebene. Ja, es ist ein bisschen blöd. Wir müssen einfach noch ein bisschen tiefer. Okay. Baue ich noch eine Ebene tiefer. Wie viele Diamantschwerter haben wir jetzt eigentlich Also insgesamt? ich habe eins, du hast eins, ne? Ja. Und der Super Husky hat eins. Und wie viele? Also wir brauchen auf Drei. jeden Fall noch eine Doppelkiste voll mit Ersatzschwertern. Also Stein. Oder wir brauchen eine Mine. Glaube beides. Das geht auch. Und am besten meint auch immer einer, weil dann können wir Diamanten sozusagen nachproduzieren. Aber Für wer Rüstung. meint freiwillig? Ich würde es tun. Von mir aus. Also du bist der Noob, der meinen tut. Du bist die Mama, die hinter allem steht. Ja. Kann mir jemand einen Fans machen? Ein was? Einen Fans? Fans oder Fansgate. Fansgate. Und Easy. ich brauche noch mehr Leitern. Verdammt. Moment, Leitern hatte ich da noch. Zwei, drei, vier. Moment, Leitern habe ich auch gehört. Aber ich will auch Schmeißt du Fenster bauen und runter? so. Ja. Ich bin schon total überfüllt. Soll ich schon mal die Hühner dann werfen? Die können da schon rein, ja. Nur wie bringen wir die am blödsten da rein? Also ich habe schon die Eier Ach so, reingeworfen. die Eier. Warte, nein, nein, Hühner noch nicht reinwerfen. Mich erstmal reinlassen. So, genau. Ist noch nicht ganz fertig. Ich dachte, wir holen die Hühner aus der alten Ding. Aber wir haben ja genug Eier, oder? Wie Also ich viel? habe jetzt vier reingeworfen, ist aber nichts rausgekommen. Kein Hühnchen, gar nichts. Nee. Haben wir auch keine Eier mehr? Ich habe dir die restlichen gegeben. Drei Eier. Oh. Das ist aber wenig.
Oh, ein Hühnchen haben wir. Oh mein Gott, ist ja richtig Ja, ich schade. gehe dann gleich noch mal rüber und schau. Am besten das Wasser rauslassen, dann noch den Zaun wegmachen und dann mit Dings Was? rüberlaufen. Welchen Zaun wegmachen? Den Zaun da drüben, bei unserer ersten Farm. Ja. Bringt's eigentlich was, wenn wir mit Zäunen die Weg, also kleine Gassen erzeugen? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube schon. Die laufen ja, die wollen ja zum Nexus hin. Ja, aber da haben wir ja eh schon eine einzige Gasse hier, oder? Naja, ich tue jetzt noch ein bisschen Netherrack farmen. Und hier die Das Portal ganzen. ist aus, ja, also musst du Feuerzeug und so. Ach. Weil Okay. das Geräusch hat mich genervt, deswegen habe ich es ausgeschaltet. Ja, ich muss nochmal mein Inventar leeren. Ich bin viel zu voll. Dann lehr es am besten hier bei mir. Ja, mach ich auch. Ah, hier sind noch Creeper für TNT. Und ich habe schon mal ein bisschen aufgeräumt, also ich habe jetzt in einer Kiste nur Essen drin. Hier sind auch noch zwei Eier, ne? Ja, In der dann Kiste. schmeiß es rein, dass wir Eier bekommen. Oh, kein Hühnchen. Ich mach dann auch nochmal die Lava-Buckets voll. Haben wir. Wie viele Hier sind drei. Lava-Buckets? Hä? Drei unten in der Kiste. Unten. Hier unten. Hier in Ah der ja, da. Kiste. Haben wir Hier noch Kabel. Eisen Kabel. übrig? Eisen haben wir. Ja, habe ich schon. Ich nehme nämlich ganz viele Buckets mit, dass wir dann Fire Traps bauen können. Wir nehmen den Stable Catalyst, also nur, dass die einmal eine Welle pro Nacht spawnen. Ja, genau, das ist fürs erste Mal ganz wichtig, So, mal kurz dass wir ein bisschen testen. testen können. Wie? Und mal gucken, ob wir bis Welle 50 kommen. Was ich eher nicht glaube. Ich auch nicht. Obwohl, Muss. wir haben ja auch wieder Zeit zum Aufbauen und so. Ja. Es wird, glaube ich, dann automatisch Nacht. Also, sobald wir den Kristall reinpacken und der sich aufgeladen hat, wird automatisch Nacht und dann geht's los. Okay. Irgendwie ist das hier schon mal eine beschissene Stelle. Feuer, Feuer, Feuer. Oh, es ist ziemlich dunkel. Ist bestimmt besser. Ah, ist hier Lava? Ah, dieser Ghast. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Oh, wir können noch Soul Sand verbauen. Dann sind sie langsamer. Stimmt, dann, ja, geile Idee. Ich nehme mal welche mit. Können wir nicht auch Soul Sand Doors bauen? Was für ein Ding? Ah, es gibt doch so eine Anordnung von Soul Sand, dass sie nicht durchlaufen können. Das Uff, ist da weiß ich zwar jetzt nicht eine alles. Tür, in die eine Richtung kann man durchlaufen, in die andere aber nicht. Lol. Ist ja Cheating. Boah, hättest du die Schickenfahren zwei Blöcke runtergebaut, wärst du auf ein Cave gestoßen. Auf dem was? Auf einen Cave. Oh. Ach, das ist der Cave, der, ja. Oski, da will einer Oster werden. Der Uski, komm mal zu mir. Tomasini. Lass mal den Cave erkunden. Was will der Bastler? Jo. Ja, das muss ich noch. Sag ihm, ich mach's sofort. Wo ist der denn? Wieso ist der eigentlich nicht im TS? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut, dass wir das mit dem Cave gesehen haben, weil da spawnen die Monster ja auch. Aha, okay, also. Das heißt, wir müssen da irgendwie alles leuchten machen, Half alles. Slabs machen. Das sowieso. Half Slabs mal. Ein bisschen. Oh Mann, wie unheimlich interessant. Ich tu Netherrack farmen. Netherrack farmen. Ach, hier ist es. Oh, da kommt schon die erste Spinne. Und
uns fehlen immer noch, Pfeil. Ja, Pfeile nicht, da haben wir uns ja drum gekümmert. Wir brauchen noch ein bisschen Gravel in unserem... Wir brauchen eine Mini-Gravel-Farm, um Flint zu bekommen. Das heißt, wir brauchen Gravel. Auf jeden Fall so mindestens ein Stack. Ich hab 30. Okay, das reicht auch. Ja, ein ganzes Stack brauchen wir eigentlich nicht, aber... Besser als nichts. Ich hab nochmal 5 Eier eingesammelt. Okay, der Cave ist vollständig erkundet. Ja, das bringt. Das bringt uns ja nichts. Wir brauchen ja. Es muss ja gehalfslapped sein, dass keine Monster spawnen können. Lol, hier ist ein Chicken. Lol. Okay. Haben wir oberirdische Lava gefunden mal? Ja, glaub schon. Können wir die irgendwie einsammeln? Ja, glaub schon. Irgendjemand hat mal unterirdische Lava gefunden. Ja, unterirdisch haben wir genug Lava. Entschuldigung, überirdisch. Hä, da ist ein Obsi. Wieso habe ich Obsi im Inventar? Wieso habe ich Obsi im Inventar? Chaos, könntest du mich mal zum Bastler machen? Jo, das mache ich jetzt.